Hallo, hier ist wieder Kati und ich mache heute wieder ein Video zum Jahreszyklus und wir sind gerade im Oktober. Ich möchte euch also heute erzählen, was im Oktober so für was da so passiert, was für Themen da mitschwingen und wie wir das am besten für uns selber integrieren können, nutzen können. Genau, was da einfach so ansteht. Ja, wir unterscheiden im Oktober, gibt es eine sehr große Bandbreite. Den Anfang und das Ende vom Oktober unterscheiden sich sehr stark, weil am Anfang haben wir noch in der Natur, sind die Bäume noch richtig grün und es gibt noch viel zu ernten, Äpfel, Birnen, Quitten. Die Pilzzeit hat begonnen und was gibt es da noch? Hagebutten, die Zeit der Hagebutten, Kürbis, leckerste Kürbiszeit. Und ja, da ist noch, oder Weintrauben in der Region, wo sie wachsen, gibt es auch jetzt sehr viele Weintrauben am Anfang. Und das verwandelt sich dann im Laufe des Monats immer mehr. Und die Blätter werden, verfärben sich, die Bäume stehen in einer wunderschönen Farbpracht, wie wir sie in keiner anderen Jahreszeit, in keinem anderen Monat so stark erleben wie im Oktober, bis dann am Ende die Blätter alle braun werden und wir über einen Blätterteppich, einen braunen Blätterteppich laufen und die Bäume auf ihr Wesentliches reduziert dastehen, nämlich Stamm und Äste. Also ja, ganz kahl. Die Zeit des Oktobers ist auch wirklich schwierig für viele Menschen, weil sich das Licht immer mehr zurückzieht. Also die Tage werden immer kürzer, es wird abends früher dunkel und morgens später hell. Es gibt, also ich finde, man sieht auch diese Schwierigkeit des Übergangs darin, dass viele krank werden. Ja, viele bekommen eine Erkältung, Schnupfen. Und ja, da zeigt sich das, finde ich, auch drin, dass dass es echt ein schwieriger Übergang für viele Menschen ist. Ich selber bin da auch so gerade an dieser Schwelle, mich damit zu arrangieren und sozusagen Abschied zu nehmen. Und daran möchte ich euch jetzt auch so ein bisschen teilhaben lassen, was da so für Themen einfach dran sind. Und ja, wie die Melancholie, die so ein bisschen in der Luft liegt, wie die ja verwandelt werden kann und ja, dass wir uns auch den Herbst schön machen können. Ihr seht schon, für alle, die sich am Oktober tierisch erfreuen können, auf die schaue ich sehr gerne, weil da kann ich mir noch was abgucken. Aber ich möchte jetzt einfach noch mal so gucken, was da noch so für Themen drin stecken im Oktober. Genau, die Sonne, ich habe es schon gesagt, das Licht zieht sich zurück, die Sonne ist nicht mehr ganz so warm und ja, die Vorboten des Winters sind einfach da. Und was ist da noch so in der Natur? Die Tiere ziehen sich immer mehr zurück. Wir haben den Altweibersommer. Gerade gestern hat mir jemand erzählt, dass sie gerade ständig in Spinnenweben reinläuft. Ja, das ist der Altweibersommer, da wo die Spinnen kilometerweit sich fliegen lassen an ihren Fädchen und dann halt ganz viele Spinnenweben weben. Und manchmal sieht das ganz schön aus, wenn dann morgens der Morgentau da drin ist, der Nebel so über den Feldern. Da hat es noch was schön Romantisches, finde ich. Genau. Viele machen ihre Gärten winterfest, ne? Dass die letzten Pflanzen also rausgenommen werden und die letzten Sachen geerntet werden können. Und viele Tiere beginnen ihre Winterruhe, ihren Winterschlaf. Und ja, für alles draußen beginnt die Zeit der Ruhe. Und das ist eigentlich auch das, was wir tun können. Ja?
Der Wechsel zwischen dieser aktiven Zeit im Sommer und der eher ruhigen Zeit im Herbst, Winter, ja, wo wir immer mehr zurückkehren zu dem wesentlichen Kern. Ja, dass während sich im Sommer das Leben halt eher draußen stattfindet, ja, ich meine, es ist immer gut, auf das Wesentliche zu schauen und auf den wesentlichen Kern. Aber jetzt im Herbst, ja, so wo du siehst, in der Natur, in den Bäumen, da reduziert sich auch alle auf das Wesentliche. Die Kraft der Natur zieht sich in die Erde zurück, um wieder langsam neue Kräfte zu sammeln für den neuen Frühling. Ja, um die Samen so immer, die werden konzentrieren immer mehr ihre Kraft, bis sie dann im Frühling explodieren. Aber jetzt sind wir erstmal im Herbst. Und ja, es ist die Zeit, ja, sich zurückzuziehen, rückzubinden, mit der Erde zu verbinden, mit dem Erdigen in uns, mit dem Wesentlichen in uns und halt da auch nochmal Revue passieren zu lassen und zu schauen, was ist wirklich wesentlich in meinem Leben, wo bin ich wahrhaftig, wo habe ich vielleicht noch irgendwelche Masken, wo, ja, so wie das im Sommer, die Bäume, das sieht alles total schön aus, also wo präsentiere ich mich noch in einer Schönheit und kann das jetzt vielleicht fallen lassen und zu dem Wesentlichen zurückkehren. Ja, das einfach nochmal zu überprüfen, ja, die Samen, die ich Anfang des Jahres, die Ideen, die ich hatte, die ich ins Leben bringen wollte, was ist aus denen geworden? Wie sind die aufgegangen? Sind da welche Früchte, von welchen Ideen konnte ich Früchte tragen oder Früchte ernten? In welchen Begegnungen aus welchen Begegnungen habe ich Kraft geschöpft? Was hat mich vorangebracht? Was hat mir was gegeben? Ja, was hat mich bereichert? Und da das einfach zu sortieren und sich wirklich auf das Wesentliche zu konzentrieren und das nur mitzunehmen und alles andere abzustreifen. Welche Projekte sind vielleicht nicht aufgegangen? Welche Menschen tun dir nicht gut? Ja, du hast nur eine bestimmte Kraft, nur eine bestimmte Lebenszeit und da einfach zu gucken, was ist dir wirklich, wirklich wichtig? Welche Menschen gehen dir zu Herzen? Welche Menschen setzen vielleicht auch einen Stachel und fordern dich in einer bestimmten Weise, aber die für dich angenehm ist, wo du das Gefühl hast, das bringt mich ja zu meinem Wesen, so das ist wichtig für mich, so, ne? Und ja, um einfach auch zu gucken, was willst du mit ins nächste Jahr nehmen und was lässt du zurück? Und die Grenzen zu ziehen für das, was vielleicht nicht mitgenommen werden. Ja, da einfach gut mit deinen Kräften zu haushalten und dich auch zu verabschieden von Dingen. Diese Zeit des Oktobers und auch dann nochmal, das geht auch in den November hinein, ist ja auch die Zeit des Abschieds und ja, wir mit jedem Abschied, den wir üben, ja, ich habe auch viele in meinem Umfeld, die sich mit Minimalismus beschäftigen, die reduzieren auf Wesentliches, die üben Abschied, die üben loszulassen. Und das zeigt uns die Natur gerade sehr stark. Sie lässt total los. Und jedes Abschiednehmen, das wir üben, ist wie eine Übung für den großen Abschied am Ende. Ja, das können wir wirklich uns zu Herzen nehmen und üben, was uns da wichtig ist, und ganz praktisch zu üben, loszulassen. Das ist nämlich das Einzige, was konstant ist, die Bewegung und der Wachstum und ja, dass sich wieder was einbricht.
Jetzt war ich so ein bisschen durcheinander gerade kommen am Ende. Aber ich möchte gerne sozusagen für alle, denen es vielleicht etwas schwerer fällt, Abschied zu nehmen, noch ein Ritual vorschlagen. Das beginnt damit, dass du nochmal Revue passieren lässt, was dieses Jahr alles passiert ist. All die schönen Momente, all die Stationen deiner aktiven Zeit in diesem Jahr durch den Sommer, die ganzen Projekte, die du vielleicht angegangen bist, was ist da aufgegangen und das nochmal ganz bewusst Revue passieren zu lassen und auch zu verabschieden von der aktiven Zeit, dich ganz bewusst zu verabschieden. Und dann im zweiten Teil des Rituals, wo du beginnst, oder das beginnt so, dass du in einem dunklen Raum sitzt und du hast so Kerzen um dich rum, Teelichter oder andere. Und du überlegst und schaust, was sind die Dinge, auf die du dich freust jetzt in der kommenden Zeit. Sei es, dass es eine Kerzenscheinzeit ist und man endlich wieder Kerzen anzünden kann und dass man gemütlich mit Freunden vielleicht in der Decke gekuschelt da sitzt. Du kannst wieder anfangen zu stricken. Oder wenn das ein Hobby von dir ist, oder dich einfach zurückzuziehen, dieses Gemütliche. Ja, da gibt es vielleicht einiges, was dir einfällt, was der Herbst, die dunkle Jahreszeit und auch der Winter an schönen Dingen für dich bereithält. Und für jede Sache, die dir einfällt, zündest du eine Kerze an. Ja, und dann sitzt du irgendwann nicht mehr im Dunkeln, sondern im wunderschönen Kerzenschein. Genau, das war mein kleiner Hinweis, mein Vorschlag, wie du die Zeit ganz bewusst angehen kannst. Und ja, ich hoffe, ich konnte dich wieder inspirieren und dir ein paar Sachen an die Hand geben, wie du diese Herbstzeit da gut reinkommst. Und ja, dann hören wir uns wieder spätestens im November oder in einem anderen Video. Und ja, ich freue mich drauf und wünsche dir eine besinnliche und ruhige Herbstzeit. Ja, bis bald.